Ja, wir haben den Aufbauer. Du bist auch heute wach gewesen als die ganze Malanser Mannschaft. Nach 13 Sekunden hast du 1-0 geschossen. Was ist dir da durch den Kopf? Ja, es ist eigentlich nicht unbedingt. Also so Sachen kann man natürlich nicht planen. Aber Malans mit ihrem hohen Vorchecking, sie nehmen halt viel Risiko, um die Situation können ausnutzen. Und ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich Gelegenheit habe, in Abschluss zu gehen. Und es war dann Zufall, dass es so schnell im Spiel ist passiert. Jetzt bist du Schweizer Meister, einer ist mehr. Gleichwohl speziell wegen dem Superfinal. Ja, sicher. Also die Anspannung war ein bisschen anders, viel konzentrierter. Normalerweise ja, bist du schon im ersten Spiel vor der Serie bist voll da, aber musst auch gleich dich darauf einstellen, dass es länger geht. Und es ist noch schwierig zu realisieren, jetzt so, dass es jetzt schon durch ist nach dem Spiel. Aber für uns natürlich sensationell, hier so ein cooles Spiel mit dieser Atmosphäre zu erleben und noch als Gewinner vom Platz zu gehen, ist unglaublich für uns. Was macht dich jetzt glücklicher, dass die Saison vorbei ist oder dass endlich der Playoff-Part abrasieren kannst? Ja, beides. Hey, es war schon eine lange Saison, noch mit der WM. Man spürt den Körper ein bisschen mehr. Auch heute, glaube in der Pause mehr beim Physio gewesen, als schon irgendetwas zugelassen. Und es ist schon das Zeichen, dass es gut ist, mal die Saison zu beenden. Und ja, Bart muss auch weg. Da ist sicher meine Freundin extrem froh darüber. Warte, ist also nicht bis zum Supercup? Nein, ich könnte noch eine Zeit gehen. Also, wünsche viel Spass beim Feiern und herzliche Gratulation nochmal. Merci vielmals.